und ich hatte noch nie so eine gechillte Sendung. Mhm. Decriminalizing weed is a great idea. Für die Coffeeshop-Besitzer ist das, glaube ich, kein Spaß. War es tatsächlich so, dass ich diese Abhängigkeit gespürt habe. Tourists think, oh, weed, Amsterdam, we have to use a lot. I can see that you have used. Kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, ne? Wir haben einen neuen Mitarbeiter bei uns in der Show und er hat uns folgende Nachricht dagelassen. Hallo Deutschlands Bigste Morning Show. Ich bin Mr. Big und es wird Zeit für eine Challenge. Okay. Und diese Challenge lautet: Liebe Morning Show, in Deutschland wird über die Legalisierung von Cannabis diskutiert. Eure Aufgabe zieht die Legalisierung vor. Kifft während der Show und zeigt der Community, wie es ist, wenn Cannabis eine legale Droge in Deutschland ist. Deswegen, das ist ja meine größte Sorge, wenn du nachher bekifft bist, dass ich hier irgendwelche Knöpfe drücken muss. Sollte von der Lautstärke her passen. So, Achtung. Big FM. Ein herzliches Willkommen und wunderschönen guten Morgen live aus Amsterdam. In einem Coffeeshop befinden wir uns. Hi, guten Morgen. Oh mein Gott. Gute Tag an alle. Es ist richtig schön hier. Es ist richtig gemütlich und der Vibe ist gut. Es ist gar nicht so ranzig, wie ich dachte. Ihr könnt es euch eigentlich vorstellen wie in einem stinknormalen Café. Ja. Ne? Ja. 3-4 Stühle an einem kleinen Tisch. Ja. Man sitzt sich gegenüber, man kann nebeneinander locker sitzen. Es ist wirklich sehr gemütlich. Also, wir senden hier aus einem Coffeeshop in Amsterdam. Mr. Big hat uns die Aufgabe gegeben, zieht die Legalisierung von Cannabis in Deutschland jetzt schon mal vor. Ja. Ich war die ganze Zeit nicht aufgeregt, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen. Mhm. Ach, komm, jetzt chillen wir uns mal. Ich glaube, das braucht man da. Mhm. Ja. Also, ich hab das jetzt im Mund. Entspann dich mal, Süße. Entspann dich mal. Ja, ja. Oh, okay, Gott. Meine lieben Freunde. Ja, oh, es geht los. Alter. Mhm. Ich hab das noch nicht richtig angemacht, warte mal. Nee. Brauchst du da? So. Hm. Ja. Ja, du musst, genau. Das Zipfelchen muss erstmal abbrennen. Hm. Mhm. Ich wusste, wirklich? Was passiert. Das geht gut los. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Fabi, möchtest du auch mal? Oh Gott. Mhm. Oh, ja. Puh. Also ich merk gerade, also ich habe jetzt einen Zug, ne? Mhm. So. Also ich merke gerade tatsächlich schon ein bisschen. Gerade rund um die Stirn, an den Schläfen. Da wirkt es, da wird es gerade ein bisschen warm. Okay. Wird gerade ein bisschen diesig dort auch. Ich bin gerade so nervös, Leute. Ich bin gerade richtig erfasst. Also ich würd mal sagen, Fabi, du nimmst jetzt auch mal noch einen Zug. Oh Gott. Okay. Und dann lass uns das jetzt erstmal vielleicht ein bisschen wirken an dieser Stelle, ja. Weil wir hauen uns natürlich jetzt nicht irgendwie 7 Joints da während der Sendung rein, das machen wir natürlich nicht. Lass es jetzt vielleicht erstmal ein bisschen auf uns wirken. Irgendwie, also ich merk's schon ein bisschen. Smoke weed every day. Boah. Alles gut. Alles gut. Ja, ja. Also, dein Kopf fühlt sich an, als wärst du betrunken, mhm. Aber dein Körper nicht so richtig. Ich glaube, du sagst, dass ich den nächsten Joint drückst. Ist das, was du willst? Nein. Ich will jetzt erstmal ich will jetzt erstmal ein bisschen, okay. bisschen entspannt. Ja. Okay. Und das ist noch ein Weihnachtsbaum drauf. Das ist kein Weihnachtsgras, das ist ein Weihnachtsbaum. Und das ist eine alte Folge von dem Magazin. Also normalerweise redet das Tinder so viel, bist du gerade in deinem Laber-Flash. Ja, hier Flash. Hier ist aber direkt Flash. Ja. I can see that you have used. Hmm? Oh, okay. Whenever they came here at the beginning, at 8, it's quiet right now. Yeah. How do you see it though? Because the only thing is they have like, obviously like teary eyes. Like laughing the whole day. Yeah. Okay. That's kind of what I meant. The difference between 8 o'clock and now. Yeah. If I see it, then it will get lower. Mm-hmm. Ist es eigentlich eher so, dass es eher so ist, als hättest du was getrunken? Okay, also optisch gesehen hängt dein Lid so ein bisschen auf 4:30. Okay. Das Augenlid, aber ansonsten, du hast ein bisschen glasige Augen. Wir haben mit dem Arzt ja auch eben gesprochen und er meinte, man sieht schon einen Unterschied zu euch vor 2 Stunden. Ja, ja, das ist Ihr richtig. Wirkt deutlich entspannter, ein bisschen langsamer, aber ganz gut. Rolf und Fabi, ihr beide werdet jetzt eine Bong rauchen. Oh, oh. Oh. Okay. Boah, weiß ich nicht, ob ich das cool finde jetzt, aber... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das cool finde, um ganz ehrlich zu sein. Ich mache mir gerade jetzt während dieser Nummer auch selber darüber Gedanken, wie ich zu diesem Thema Legalisierung in Deutschland stehe, um ganz ehrlich zu sein. Die Challenge macht mir jetzt halt gerade ein bisschen Sorge, so ehrlich gesagt. Das stimmt, Also wir haben ja recht slow angefangen.
Und das jetzt in so eine Richtung direkt zum Ohr, weiß ich nicht, Mr. Big, aber... Wir müssen es nicht machen. Also Fabi, auch du kannst sagen... Gut, jetzt hat das Ding schon im Mund. Ja. Also es sieht aus wie ein aufgeblasener Luftballon. Langgezogener. Ach Gott. Also es ist eine andere Form des Bongrauchens. Oh, wow. Am Ende des Tages habt ihr jetzt beide dran gezogen. Dementsprechend, ihr zieht die Challenge durch. Aber ich finde es berechtigt zu sagen, dass er auch Rolf sich gerade nicht mehr so wohl fühlt. Genau. Und das ist auch voll okay. Lass mal vielleicht noch mal ein bisschen Musik spielen. Ja, total. In dieser Zeit. Dope für Deutschland. Die Big FM. Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So den Joint davor, den ich mir mit Rolf geteilt habe. Ich glaube, der hat... besser gewirkt auch. Und das ist einfach so eine, in meinen Augen, unnötige Spielerei. Würde natürlich auch legal werden. Ich fühle mich gut, aber ich merke langsam, dass es mir im wahrsten Sinne des Wortes zu Kopf steigt. Also ich wäre gerade ein bisschen träger, ein bisschen langsamer. Aber doch, kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Ja, und genau da befinden wir uns, und zwar in einem Coffeeshop in Holland. Hier ist Deutschlands Biggest Morning Show. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Aus Amsterdam. Hallo. Ja. Hallo. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht aufgestanden und habe jetzt gedacht, Mensch, ich freue mich jetzt heute einen Joint zu rauchen. Also das war es auf gar keinen Fall. Ja, oft fühlt man sich morgens ja auch ein bisschen träge. Wie war es bei dir, Fabi? Bei uns kommt ja noch dazu, dass wir halt immer sehr früh aufstehen, ne? Und man dann teilweise gar nicht, so wie bei mir gestern Nachmittag, ich gar nicht kategorisieren konnte, kommt jetzt die Müdigkeit vom frühen Aufstehen oder vom Kiffen. Wahrscheinlich wird es eine Mischung aus beidem gewesen sein. Also ich muss sagen, beim Beobachten von euch bin ich darauf jetzt nicht heiß geworden. Ich bin froh, dass ich es nicht mache und auch nicht machen muss und auch nicht hier die Challenge annehmen muss. Ich muss bei allem, was da dran hängt, natürlich auch an Negativität an dem Thema, muss ich trotzdem sagen, ich hatte noch nie so eine gechillte Sendung. Das muss man auch, gehört halt auch dazu. Hier in Amsterdam ist das alles nicht erlaubt, ne? Es ist geduldet. Aber nicht nur Holland hat ein Modell, was das Thema Cannabis angeht, auch andere Länder. Und die Kollegin Mareike Makosch klärt uns jetzt mal auf, wie es in anderen Ländern aussieht. Ja, die USA sind tatsächlich ein sehr gutes Land, um zu schauen, wie so die Erfahrungen bislang sind mit Legalisierung, weil die schon sehr, sehr lange Erfahrungen damit gemacht haben. Also da ist seit 2012 in den ersten Bundesstaaten Cannabis legal. Mittlerweile sind es 21 Bundesstaaten plus Washington DC, also doch ordentlich. Und die haben, ja, ich würde sagen, gemischte Erfahrungen damit gemacht. Also eine Sorge ist ja, dass deutlich mehr Menschen anfangen zu kiffen, wenn es legal ist. Das, würde ich sagen, ist so. Also in den USA hat sich bestätigt, dass da deutlich mehr Leute mittlerweile Cannabis rauchen als vorher, seit es legal ist. Eine weitere Sorge ist ja immer so, dass es eine Einstiegsdroge ist und die Leute womöglich danach anfangen, härtere Drogen zu nehmen. Das bestätigt sich nicht. Also da gibt es im Moment nicht wirklich belegbare Zahlen, dass die Leute danach anfangen, härtere Drogen zu nehmen. Und ganz neu habe ich noch gefunden, eine Studie mit richtig vielen Menschen, 64 Millionen Menschen, wo gefragt wurde oder die Frage war, ob es mehr Psychosen gibt jetzt, weil das ja auch immer so ein bisschen die Sorge ist, ne? Die Gesundheitsrisiken. Und auch das hat sich nicht bestätigt. Also obwohl deutlich mehr Leute mittlerweile Cannabis rauchen, sind diese Psychosen nicht gestiegen. Also von daher ja, gemischte Erfahrungen. Jeder kann, glaube ich, da ein bisschen was mitnehmen für seine Argumentation. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Land, um sich anzuschauen, wie die Legalisierung funktionieren könnte. Dankeschön, Mareike Makosch, für den Moment aus den Big FM News. Wir wollen natürlich auch herausfinden, wie ist es eigentlich in einem Land, in dem Cannabis zum Alltag gehört. Und genau deshalb waren wir gestern in der City in Amsterdam unterwegs und haben mit ein paar von euch gesprochen. Unter anderem Katrin, die übrigens tatsächlich auch in Amsterdam wohnt. Die hat uns Folgendes erzählt. Well, like tourists use it a lot. For us, it's normal to use it at parties or like just use one joint. But tourists think, oh, weed, Amsterdam, we have to use a lot. So I think it should be less. So like sell less, but yeah, I don't mind it. You smell it a lot in the city, but I think it's fun. Decriminalizing weed is a great idea. I mean, I don't see any reason to punish it. But I don't myself, I don't think I would smoke weed very much, but I don't think it should be punished by law. I actually feel a little bit safer knowing that people are doped up by weed than thinking that they might be drunk or high or be like aggressive, because weed makes you very unaggressive. So I think it's fine. I think it should be illegal for tourists because I think it's used too much by them and they cause problems in the city while being stoned or high, and I think that's a big problem here. But
I don't think it should be illegal entirely for everyone. I'm for the legalization of weed, because then the European Union can control it, can control where it goes, from where it comes, and it's something that I think is very important about it. Ja, sie ist sehr dafür, Cannabis zu legalisieren, weil man da natürlich Kontrolle hat über den Markt. Und wir wissen ja auch, dass der Schwarzmarkt da einiges streckt oder auch den THC-Wert nach oben schießen lässt und das am Ende des Tages sehr ungesund ist. Interessanter Aspekt von ihr ist, dass sie praktisch die EU in die Pflicht nimmt und sagt, wenn dann, sollte die EU das regeln. Ja. Und dann haben wir das komplett EU-weit geregelt. Ja. Wie sieht es aber eigentlich aus innerhalb der Europäischen Union beim Thema Legalisierung von Cannabis? Mareike Makosch fasst das jetzt für uns nochmal zusammen. Was die Ampelregierung geplant hatte ursprünglich, war eine richtige komplette Legalisierung. Also, dass man in den Laden gehen kann und da einfach Cannabis kaufen kann. Wahrscheinlich wären es spezielle Läden gewesen. Jetzt nicht einfach hier der DM um die Ecke, sondern tatsächlich ein spezieller Cannabisladen oder zum Beispiel in Apotheken. Was sie dabei aber vergessen haben, ist, dass in der EU Cannabis als illegale Droge gilt. Und in dem Fall schlägt EU-Recht deutsches Recht. Und das hatten sie nicht so richtig bedacht bei ihrer Idee, Cannabis komplett zu legalisieren. Der Stand jetzt ist, dass sie quasi eine Form von Kompromiss gefunden haben, der auch mittlerweile mit der EU-Kommission abgesprochen ist, dass eben dieser Verkauf nicht passieren wird. Also es wird keine Läden geben, in denen man Cannabis tatsächlich so kaufen kann, sondern der Besitz wird legal und man darf auch drei Pflanzen besitzen. Also die darf ich mir eben zu Hause irgendwo in den Garten stellen oder wie auch immer. Das ist legal. Dann ist jetzt so ein bisschen die Frage, wo kriege ich das Zeug her? Und dafür soll es Cannabis-Vereine geben, also tatsächlich so richtig eingetragener Verein wie die Kegelfreunde oder, weiß ich nicht, der Schützenverein auf dem Dorf. Und dort werden eben dann diese Samen abgegeben, wenn ich mir selber die Pflanze ziehen möchte, oder eben auch diese 25 Gramm, die ich besitzen darf, werden da abgegeben. Aber ich muss Mitglied sein in diesem Verein. Ich kann da nicht einfach hingehen, sondern man muss Mitglied sein im Cannabis-Verein. Kann auch sein, dass man einen Mitgliedsbeitrag zahlen muss. Die dürfen allerdings keinen Gewinn machen, also da geht es nur um Selbstkosten, dass die quasi ihr Vereinsheim ausgestalten können. Bam Bam Bigolo, Nutzer auf Instagram, hat mir über BigFM Christine auf Instagram geschrieben. Ihr betont öfters, dass der Konsum in Amsterdam nicht legalisiert, aber geduldet ist. Was ist denn jetzt der Unterschied dazwischen? Die große Problematik ist, in so Ländern, in denen das entkriminalisiert ist, dass der Konsum erlaubt ist, in Anführungsstrichen. Also er ist technisch gesehen nicht erlaubt, aber er wird eben nicht verfolgt. Aber der Handel ist weiterhin verboten. Und das bedeutet, ich darf es zwar konsumieren, ich darf es aber nirgends groß einkaufen. Und das ist für die Coffeeshop-Besitzer ein Riesenproblem, weil die müssen das Zeug ja irgendwo beschaffen. Und das geht nur auf dem Schwarzmarkt. Das heißt, ich habe am Ende dann Großhandelsdealer, ja, die dann trotzdem wieder auf illegalem Weg das Zeug irgendwo besorgen, auch irgendwo illegal ins Land bringen. Dann muss ich mich mit dem irgendwo illegal treffen, das Zeug illegal zu mir in den Coffeeshop bringen. Ich muss es illegal irgendwie testen, selber eine Qualitätskontrolle machen. Und das ist eine Riesenproblematik. Also, dass da der Staat irgendwo zwei, drei Augen immer wieder zudrückt, hilft dann zwar, aber du bleibst trotzdem auf wahnsinnig vielen Risiken sitzen. Du hast keine staatliche Absicherung, keine Garantie, auch keine gesetzliche Absicherung. Und für die Coffeeshop-Besitzer ist das, glaube ich, kein Spaß. Diese Entkriminalisierung ist nicht hilfreich. Das ist, das klingt immer erstmal gut, wenn man denkt, ah cool, dann ist es nicht mehr strafbar und ah cool, dann kann ich irgendwie meine paar Gramm in der Tasche haben, ohne dass die Polizei mich aufgreift. Aber es ist halt für den ganzen rechtlichen Aspekt einfach keine sinnvolle Lösung.